1. Frohes neues Jahr! Nein? Hanukkah! Ostern! Silvester! Geburtstag deiner Mutter! Alles! Voll die geilen Feiertage! Geburtstag deiner Mutter! Was ist Geburtstag deiner Mutter, fragt ihr euch? Ja, das ist, wenn deine Mutter Geburtstag hat. Wer hätte das gedacht? Wow. Ich bin wieder so kreativ wie eine Senfgurke. Senfgurken sind lecker. Senfgurken habe ich zwar noch nie gegessen, aber Senfgurken... Meine Mutter hat am 24. Dezember Geburtstag. Deine Mutter ist der Weihnachtsmann, du lässt dich immer einen Bart wachsen. Was? Oh, Moment, sie rasiert sich nur nicht. Oh Gott. Badam, psch. Das war nicht beleidigend gegenüber meiner Person. Ja, du bist auch so eine Person. Ja, eine sehr nette Person. Nicht so wie du. Du Arschloch. Arschloch. Ja, hallo Leute, ich bin Zombie. Ich stelle mich jetzt hier mal einfach kurz vor. Ich werde diesen Part vielleicht ein wenig normaler reden als ansonsten. Wir spielen hier gerade Mega Man. Mr. Morgame spielt eher gesagt für mich. Ich rede hier, ich kommentiere den ganzen Part jetzt einfach durchgehend, ohne einen Punkt und Komma, ohne einen Satz zu beenden. Ich weiß zwar, dass ich das niemals mit ihm schaffen werde, aber ich werde es probieren. Und Mr. Morgame macht bestimmt gerade extrem spannende Sachen bei Mega Man. Er schießt bestimmt auf irgendwas, setzt irgendwelche coolen Blaster ein oder fliegt wieder mit dem Rush Jet durch die ganze Stage durch, weil er viel zu faul ist, einfach zu klettern. Weil Klettern ist sehr schwer in Mega Man, das habe ich selbst diese Erfahrung gemacht. Ich habe Mega Man 3-mal angespielt, habe keine einzige Stage geschafft, beziehungsweise habe ich nur eine Stage probiert. Das war die dritte Stage, es gibt auch keine Stage-Zahlen. Wieso rede ich hier von Stage-Zahlen? Ich meine, die Stage von Sparkman habe ich probiert. Die Stage von Sparkman, ja. Sparkman ist eigentlich meine Lieblingsstage, aber nur wegen der Musik. Die Stage an sich ist wirklich scheiße, da kamen nämlich so fliegende Schrauben auf mich zugeflogen, die haben mich einfach runtergehauen, das fand ich nicht wirklich toll. Und ja, ich muss weiterreden. Ich habe schon mal Borderlands gespielt, ich weiß nicht, wieso ich das gerade sage, aber ich will den Satz einfach nicht beenden. Dieser Satz soll niemals aufhören. Obwohl der Satz jedes Mal aufhört, weil ich eigentlich den Satz mit Punkten beende. Aber das ist mir jetzt egal, ich rede einfach weiter. So, Mr. Morgan ist wahrscheinlich immer noch bei Mega Man unterwegs. Er ist gerade in der Wily Stage, um Dr. Wily zu töten. Wer hätte das gedacht? Niemand hätte das gedacht. Aber wir wollen hier nicht davon reden, dass er Dr. Wily töten will, sondern in welcher Stage er sich befindet. Mr. Morgan, du darfst kurz einen Satz sagen. Wo befindest du dich? Bist du schon bei deinem Boss endlich mal angekommen? Nein, ich komme da nicht hoch, das hat nicht Scheiße programmiert, alter Schwede. So, das waren die Worte von Mr. Morgan. Wir haben gehört, dass alte Schweden nicht programmieren können. Also, liebe Schweden, hört bitte auf, wieder zu programmieren. Ja, sonst kriegt sich Mr. Morgan nur weiter auf. Schreit hier rum wie ein kleines Kind. Das kann er ja besonders gut, habe ich mittlerweile gemerkt. Nein, natürlich nicht. Das war nur ein Spaß. Und ich habe keine Lust mehr so. Ich habe mich schon wieder leise gestellt gehabt. Verfickte Juden. Scheiß Camtasia. Stellt mich... leise. Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Wer hat den Scheiß echt programmiert? Der kann mich mal am Arsch lecken. Ich nicht. Ich bin wenigstens Game Over und kann das ganze Level nochmal machen. Hurra! Und wieso stellt mich Camtasia immer leise? Ich sehe den Balken immer, wenn ich rede, wieder zurückgehen. Weiß ich nicht. Was habe ich denn getan? Sag mir das. Was habe ich denn getan? Redest du noch im Part, oder? Ja! Ach so, weiß ich nicht. Wieso ist der Stuhlgang eines Schlumpfes blau? Ja, weil er selber blau ist. Super. Scheiße, ich weiße. Der Stuhlgang eines Schlumpfes ist blau, weil er E-Hack hat. Ja. Können Schlümpfe eigentlich auch E-Hack bekommen? Natürlich, wenn sie halt ihre Häuser essen. Die sind doch so irgendwelche Pilze oder sowas. Stimmt, hast recht. Ja, warum bin ich da nicht aufgekommen, Mann? Alter, haben sie alle Flitzekacke. So schlau. Flitzekacke. Wo? Wo? Wieso kriegst du wo, wenn ich Flitzekacke sag? Wo? Hey, schau mal, Flitzekacke. Wo? Oh! Sie war zu schnell. Sie ist weggeflitzt. Und sie hatte gar nichts an. Er hat nichts an. Flitzekacke, ja, weil Flitzer ist doch dafür bekannt, nackt durch die Gegend zu rennen. Meine Güte. Ja, ich weiß. Muss ich dir jetzt wieder die Welt erklären. Ich habe mir auf meinem Telefon 4 unbekannte Anrufe, beziehungsweise es ist 4-mal dieselbe Nummer. Da hat mein Bruder scheinbar wieder mein Telefon gewaped und entführt und geklaut und benutzt. Und wir sind hier gerade voll cool in der Skype-Konferenz. Nein, das war Klicksum. Klicksum hat bei mir angerufen. Ja, der erreicht Frank nicht, jetzt will er dich. Ja, hallo, ich bin der Typ mit dem Dachschaden. Ihr wollt mich bestimmt alle kennenlernen. Ich bin hier statt Gronkh, 1 Million Daumen rumfahren. Ja, ich bin der Gronkh-Ersatz.
Ihr Video wurde gesperrt. Von YouTube. Fuck you, ich bin krank. Das wäre das erste Kommentar. Krank, krank, krank. Yeah, endlich krank. Moment, das ist nicht krank. Was ist das für ein Schwuchtel? Der sieht ja aus wie ein Mädchen und hört sich an, wie als wäre er 14. Diese netten Kommentare habe ich gestern bekommen. Und ich reg mich immer noch drüber auf. Oh mein Gott, ich werde von Hatern angesprochen und ich fühle mich von Hatern angesprochen und mittlerweile hat mich der eine Abonnent schon wieder deabonniert. Mein Gott, die sind ja so schnell, da komme ich ja gar nicht mehr mit. Mann, deabonnieren die mich schnell, du. Ja, das sind immer diese Leute, die irgendwie so über Hannibal kommen und über Free Gamer. Die abonnieren dann einfach alle, die in der Liste sind und dann sehen sie, hey, der ist ja scheiße, deabonniert. Scheiße? Ich bin scheiße. Ich hab gehört, du musst bald ein neues Special machen. Was? Nein, ich hab doch schon lange geplant, was das Special ist. Ich hab schon lange angegeben, was das Special sein wird. Ich weiß, ich meine, du hast schon mal tolle Fragen. Was soll ich bitte für Fragen haben? Ja. Ich sag doch erst, dass sie mir Fragen stellen sollen. Wenn ach ich so weit ja, oh, hat mich ja hier alles. Oh. Spoiler, nein. Spoiler! Oh nein. Wer stellt dir die Fragen? Im Moment, ich habe eine Freundschaftsanfrage, die ich sogar annehmen werde. Von? Miss Jessie. Kaum ist deine Frau im Spiel, werde ich ersetzt. Hey, Koma-Punkt will auch mein Freund sein. Geil. Ach, der dicke Arschloch. Wer ist Koma-Punkt? Ja, wer wohl? Ach, ist das der? Ja. Ach, er ist schon mein Freund. Lass meine Freunde in Ruhe. Niemals. Geh weg, du fettes Auge mit Stacheln. So. Niemals. Ich häng schon ewig in dieser verfickten Stage rum. Ich merk schon. Aber, naja. Ich verkacke gerade nur, ehrlich. Das ist so behindert. Ach, er hat mich sogar abonniert. What the fuck? Ja, er mag dich. Nein, der darf mich nicht abonnieren. Merkt er ja, wie schlecht ich bin. Ja. Oh Gott, warum? Das ist... Nein! Ich rede hier voll so psychopathisch, so als würde ich mich über jedes einzelne Abo freuen von bestimmten Personen. Nein, ich doch nicht! Nein, niemals, niemals, niemals! Ich hab's geschafft, ich bin beim Boss! Endlich! Cool. Jetzt verkacke ich zweimal, muss den Level nochmal... Was ist das für ein Vieh? Ach, du dickes Arschloch! Das bin ich. Aha. So, jetzt dürft ihr live wieder zuhören, wie ich hier voll cool mein YouTube verwalte. Neufalco hat dich auf YouTube abonniert. Neufalco, ich schätze dich glücklich, falls du das jetzt hörst. Und DP Palaka hat mich auch abonniert. Und R-Königin hat mich auch abonniert. R-Königin? Ach du Scheiße. Und Mr. Model Kirmes. Oh ja. Ich hätte keine Chance zu umkommen, das Ding ist einfach zu fett. Ja, es ist schon klar, das ist wie Standard. Genial, anstatt dass ich vor dem Boss anfange, muss ich jetzt wieder die ganze Scheiße durchlaufen. Was? Schon wieder? Mach einen Schnitt. Nein. Okay. Oh, okay, mach ich doch. Okay. Jetzt muss dieser Skelett sterben. Er muss sterben. So, jetzt. So, es geht weiter. Hallo, Zombie. Hallo! Ich bin wieder auf meinen Desktop gekommen. Bist du wieder auf deinen Desktop geflogen? Oh, das hilft schon mal nix. Dust. Mal sehen, ob ich den, wenn ich den mit Dreck bewerfe, irgendwas passiert. Hurra, Dreck. Nur ganz wenig. Ja, nur ganz wenig. Wing. Wing, 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 wing. Ring Ring, Banana Phone. Ich fand Ringman übrigens die Musik extrem geil, muss ich sagen. Da habe ich extra noch, habe ich den Part angeschaut. Ist ja langweilig. Ah, die Musik ist aber geil. Schauen wir uns Ringman an. Mein Spaß. Ich habe auch noch die Musik von Ringman angeschaut. Und ich werde jetzt das Lied Banana Phone singen. Häusbar. Mi, 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 mi. Okay, geht. 3, 2, 3, 2, 1. Wing, 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 Banana Phone. Wing, wing, wing. Und ich bin wieder tot und wir sind uns dann wieder vor dem Boss. Oh Gott. So, jetzt sind wir wieder da, ey. Verdammte Scheiße. Sing, sing. Wing, 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 wing. Der singt schon die ganze Zeit über Wing, wing, wing. Ich muss mir das die ganze Zeit anhören. Was? Bist du wieder beim Boss? Ja.
Ach so, okay. Nimmst du schon wieder auf? Ja, du siehst jetzt nur wing, wing, wing. Wing, wing, wing. Banana Phone. Fress die Sonne des Todes. Oh Mann, ich treff den gar nicht. Dann triff ihn. Was ist denn das für ein Bot? So ein komisches, fliegendes, fettes Vieh. Okay, ein komisches, fettes Viech. Das sagt mir ganz genau, was es ist. Na sag doch, hörst du mir nicht zu? Egal, was es ist, ich werde es wieder verkaufen. Das komische, fette... Kommt es jetzt? Ihr denkt vielleicht, ja, ihr habt doch vielleicht schon ein komisches, fettes Viech in eurem Haus. Was war das? Wenn es auch nur Brüder und Geschwister sind. Oder eure Eltern. Egal, dieses komische, fette Viech kann etwas, was alle anderen komischen, fetten Viecher nicht können. Ganz genau, es saugt! Mein Jesus auf Doreen ist fette. Leute, ich bin jetzt wieder vom Boss wieder. Bam, 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 bam. Wir sind wieder vom Boss. Hallo, Zombie. Hallo. So, du musst jetzt wieder... Ich erkläre dir das so. Das hat zwei Düsen an der Seite, es fliegt, hat zwei Tanks, hat große Glubschaugen und einen roten leuchtenden Punkt in der Fresse. Und schießt Kugeln. Blinkende Kugeln. Okay, klingt doch wie mein Bruder. Und es hat einen Stachel, den er andauernd nach unten schießt und damit alles kaputt macht. Oh, doch mein Hund. Ja, das klingt nach meinem Hund. Ach ja, ich weiß noch, wo ich ihm sein Düsenjet gebaut habe. Dein Hund. Ja. Du baust dem Hund ein Düsenjet. Ja, dann kann er durch die Gegend fliegen und dann schießt er seinen Stachel immer auf die Leute. Siehst du den Nachbarn da drüben? Los, pass! Helf Dustman! Oh mein Gott, unsere Nachbarn haben einen Dustman! Los Hund, Angriff! Dustman gewinnt doch sowieso! Nein, Dustman kann nur saugen und Dreck schießen! Jetzt sterbe ich! Sterbe! Ah! Ich bin genau gleichzeitig mit ihm gestorben! Nein! Nein! Wirst du wohl niemals schaffen! Nein! Jetzt kriegt er aber auf. Ich bin schon wieder leise gestellt. Ey, ohne Witz, mein Camtasia stellt mich andauernd leise. Hat jemand eine Idee, warum? Darum. Ich bin jetzt wieder bei dem fetten, fliegenden Ding. Jetzt zerstört es auch noch die Mitte. Wie kannst du es wagen, die Mitte zu zerstören? Ich kann sehr viel. Was? Ich weiß nicht. Du atmest ein bisschen ins Mikrofon, ich bitte dich zu unterhalten. Entschuldigung. Gleich läuft irgendwas mit Meerschweinchen im Rentner-TV. Muss ich gucken. Oh Gott, ich muss das auch sehen, unbedingt. Ja, er ist tot. Ja, du hast es endlich geschafft. Ich brauchte zwei Parts für ein Level. Schön. Ja, das ist wirklich schön. Und ich laber in diesen Parts nichts Tolles. Das regt mich auf. Ja. Bist du auch so sauer wie ich? Ja, ich bin auch so sauer wie du. Warum? Ich kann meinen Bauchnabel nicht sehen. Was the fuck? Ich kann meine Stirn nicht sehen, heißt es. Ja. Ich bin sogar dümmer als Patrick. Das gibt gar nicht. Egal, wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute.